Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sniper Elite 4. Wir machen heute weiter mit dem Viadukt Regelino, unserer Kampagne hier. Ja, und jetzt geht's los. Alleine. Manu. Okay. Wir sollen mit Lucio reden. Ah, der Scharfschütze. Mein Name ist Lucio. Ja, Lucio, aus der alten Burgruine. Der Engel hat euch rechtzeitig gerettet. Ja, er. Das hat sie. Sie ist ein barmherziger Engel, ne? Naja, eher ein Racheengel, wenn ich mir die Anzahl der getöteten Faschisten so ansehe. Mag sein, aber sie tötet nur böse Männer, ne? Und was ist mit ihnen? Töten sie auch nur die Bösen? Aber ja doch. Ja, wir töten auch nur böse Männer. Mit Sophia reden. Sie haben mich schnell an der Burg gefunden. War das ein Test? Ob ich Ihrer Sache verpflichtet bin? Unsere Leute sollten hingerichtet werden. In der Vergangenheit war nicht immer Verlass auf die Alliierten. Ist es das, was Sie wollen? Sie testen. Probieren Sie es. Na gut. Ein Eisenbahngeschütz steht am Viadukt. Es hat viele unserer Leute getötet. Und wenn die Alliierten kommen, wird es auch viele ihrer Leute töten. Warum haben Sie es nicht selbst außer Gefecht gesetzt? Betrachten Sie es als Herausforderung. Ja, und die hilft natürlich nicht, ne? Vergeltung am Viadukt. Demoliere das Eisenbahngeschütz. Dann geht's los. Ja, let's go. Ich muss irgendwie an dieses Eisenbahngeschütz rankommen. Los, wie? Da. Das ist laut genug, um meine Schüsse zu tarnen. Ah. Let's go. So, nach einer kleinen Insel, an einer Burg, geht's heute im Wald weiter. Da stehen schon mal zwei Happemänner. Na, sind ein paar mehr sogar. Der eine steht wahrscheinlich im Haus und der andere steht wahrscheinlich hinterm Haus.
Mann ist tot! So, die zwei haben wir mal weggekriegt. Ich muss jetzt wissen, dass ich hier bin. Ich werfe eine Granate. Scheiße, die wissen natürlich, dass ich hier bin. Wir chillen jetzt gerade so ein bisschen hier. Wir müssen jetzt natürlich was machen. Sie wird sehr nützlich sein. Kriegst du so mit seinem Schuss beide, glaube ich, der down. Den hinteren nur. Schade. Ich dachte, ich krieg vielleicht einen Durchschuss rein. Der ist noch nicht down, der Pisser. Jetzt habe ich ihn down. Geh mich auf den Sack. Der Checkpoint ist geräumt. Tschüss. Die kommen natürlich jetzt auch wieder angelaufen da, die Jungs. Na gut, es sind zwei Leute. Aber den hat's natürlich mal easy weggehauen. Jawohl, ja. Was ist denn? Da. Scheiße, jetzt habe ich daneben gesetzt. Jetzt habe ich ihn. Da ist aber noch einer. So, ist jetzt immer mal gut. Nehmen wir ein bisschen Gewehr. So, ja, das war eigentlich nicht der Plan. Ich wollte eigentlich da jetzt rein, oder? Scheiße. Ich muss erneut einen Kontrollpunkt sichern. Aber das kriegen wir doch eben problemlos hin, oder? Es sind wohl jetzt erstmal nur vier. Das ist einer, den lasse ich jetzt gerade mal außen.
sind sie denn? Wo sind sie denn, meine Freunde? Komm mal her. Der eine läuft jetzt außen vor. Der andere kommt bis jetzt eigentlich da oben auftauchen. Die stehen immer hinter einem Haus. Und das war, das heißt, die wissen. Ich sehe die Jungs aber nicht. Den habe ich. Zack. Einmal kurz die Leber durchschossen. Scheiße, Glück gehabt. Besser. Hingelegt? Jawohl. Nummer 1 down und der zweite müsste jetzt auch da irgendwo kommen. Da ist er. Weiter. Der Kontrollpunkt muss verschwinden. Der hat Glück gehabt, dass er den hinter sich nicht voll erwischt hat. Infanterie-Kill. Fuck, ich muss hier weg. Ich muss mal hier gerade raus, komplett aus dieser Situation. Scheiße. Was ist der denn? Da! Mit der scheiß Schrotflinte, ich konnte nichts machen. Scheiße, Mann.
So, der ist tot. Also ist mal gut jetzt irgendwann hier. Komm mal hoch. Einer weniger. Den wollte ich haben. So, ist mal gut. Nerv ich nicht. Doch, jetzt kommen die alle hierher, ne? Thank you.
Der ist kaputt. Tot. So, haben wir jetzt irgendwie mal Ruhe oder sieht das jetzt immer noch so aus, als würden wir unsere Problemchen hier haben? Mehr finde ich nicht. Ich muss mal die Leichen hier durchsuchen, weil ich wohl die. Der war ein Ticken zu weit. Der war. Eieiei, was eine Mission. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal einen kleinen Break und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Sniper Elite 4.